Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen Broskal 2. Er hat 2-1-49 und jetzt müssen wir uns anstrengen. Das wird kein leichtes Spiel. Okay, London System wahrscheinlich. Also London System. So ziemlich langweiligstes System überhaupt. Wenn er jetzt E4 spielt, kann ich E5 spielen. Das ist halt immer die Antwort da drauf. Hatte ich sogar schon meine ersten Partie. Einmal hat sich alles abgetauscht. Hatte ich mich vorbereitet. Und ja, dann kam halt genau das. Deswegen spielen die Leute Springer E5. Macht das Sinn, meinen Springer zum Königsflügel zu transferieren, oder soll ich lieber am Damenflügel was reißen? Ich würde gern Springer E4 spielen. Mit Dame C7, wenn er dann Springer F3 spielt, dann Springer E4. Ja, spielen wir mal Dame C7. Oh, ich dachte gerade, schlägt C5 und irgend so ein Trick geht. D4. Aber sollte nicht gehen. Oder jetzt Läufer E4, DE4, Springer C6, BC6, Dame D6. Okay, Springer C6. Den jetzt wieder nehme. Läufer D6, Dame D6. Ne, warte mal. Schlägt C5 erst. Springer C5. Was ist, wenn ich einfach Dame C6 spiele? Oder einfach Springer G3? Ich glaube, ich spiele einfach Springer G3. Ach! Springer G3. Fängt doch A7. Oh. Blindfisch am Strand. Jetzt nehme ich einen Bauern, damit ich wenigstens noch Läufer A6 oder so krieg. Ich opfer auf G3, wenn er jetzt nichts macht. Dame G3, König E2, Läufer A6. König D2, Dame G2, König F1, Läufer A6. König E2. Ja, komm. König F1. Totales Chaos hier. Dann G3. Ja, ich droh C4, ne? Turm H8, König E7. Dann G2. Ich hätte, glaube ich, die Damen tauschen sollen. G6. Das kann niemals funktionieren. Ach ja. Ah. Das wird matt. Oder?
Ah, Dame D8. Also zur Not hat er Dame D8. Ja. Ah, im letzten Part schneller sehe ich das mal eine schnelle Niederlage. Ah, oh, das in so einer... Ah, oh, ich hasse London-System. Das ist so langweilig. Zimmer. Hier dachte ich erst, dass das hier funktioniert. Nein. Hat sich schon erledigt. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht einfach wieder genommen habe, ey. Springer G3, wie blöd kann man sein? Selbst wenn er hier nimmt. Ja, das ist nichts. Oh, Springer G3. Ja, sonst gibt's eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Springer G3 war halt nur Kacke. Ich dachte eigentlich, er spielt König F1. Ja. Weil ich halt keinen Läufer A6 hab. Hat er gedeckt. Ja, jetzt hätte ich tauschen müssen. Ah, hier habe ich C4. Ach, trotzdem. Das ist eine Scheißstellung. Ah, so ein Kackfehler. Ja, der ärgert mich richtig. Manchmal ist man echt blind, wenn man, keine Ahnung, irgendwem zuguckt. Keine Ahnung, sagen wir mal, man geht im Verein, guckt da irgendwelchen zwei Leuten zu beim Blitzen, dann sieht man jede Taktik, ohne Witz, man sieht echt mehr als nur Taktik. Man sieht sogar im Endspiel, dass das und das sofort gewinnt oder so. Und wenn man selber blitzt, dann ist man Blindschleiche manchmal. Das ist mir schon so oft passiert bei den... Und vor allem, wenn man noch ein Video dabei aufnimmt, ne? Dann ist man ja noch unkonzentrierter. Ey, man sieht so wenig, das ist echt unglaublich. Unglaublich ist das. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.